Hi, ich lebe, glaube ich, mehr oder weniger. Ich hatte definitiv nicht vor, dieses Video aufzunehmen. Ich habe eigentlich geplant gehabt, ein Video zu machen, in dem ich erkläre, warum ich ein halbes Jahr keine Videos gemacht habe. Pandemie, das ist die Erklärung. Ja. Ich wollte eigentlich wieder einsteigen mit ein paar Manga-Reviews, weil das eigentlich das ist, was ich so hauptsächlich auf diesem Kanal tun wollte. Allerdings habe ich gemerkt, dass es einfach ein bisschen einfacher, glaube ich, für mich ist, wieder mich ein bisschen reinzufinden in die ganze YouTube-Sache, indem ich einfach solche Laber-Videos mache. Eigentlich wären das Reviews, aber ich habe mir randomly meinen Gedankenbrotkasten über die Batwoman-Serie angeguckt und ich dachte mir so, noch einfacher als ein Review, wo ich tatsächlich irgendwie produktiv sein muss, um Leuten ein Buch zu empfehlen oder eben nicht zu empfehlen, dachte ich mir, ich mache einfach noch einen Gedankenbrotkasten über Batwoman, weil es dazu ein paar Sachen zu sagen gibt, die ich eventuell gerne erwähnen wollte. Deswegen, cheers. Hat YouTube irgendwie eine Policy, was Konsum angeht, so wie Twitch? Ich weiß es nicht. Ihr solltet euch vielleicht, so funktioniert das auf YouTube, ihr solltet euch vielleicht mein letztes Video über Batwoman angucken. Ich glaube, wird das gespiegelt? Ich bin mir nicht sicher. In einer der beiden Ecken auf jeden Fall. Werde ich euch vermutlich das Video verlinken, in dem ich zuletzt über Batwoman geredet habe. Insgesamt, ich stehe bei meiner Meinung. Ich habe das Video gerade geguckt und was ich da gesagt habe, ich stehe dazu. Plus 1000. Nachdem ich jetzt die komplette erste Staffel Batwoman fertig geguckt habe, vor 3 Monaten mittlerweile. Batwoman ist eine fantastische Serie. Innerhalb dieser 12, beziehungsweise eigentlich ja 11 Folgen, wenn man Crisis on Infinite Earths abzieht, gab es so viele fantastische Entwicklungen und Storyline. Von der Beziehung zwischen Kate und Mary, nachdem eben Catherine verstorben ist, zu dem Zeitpunkt hin, wo Mary dann tatsächlich endlich herausfindet, dass Kate Batwoman ist. Lukes Backstory, die fucking Beziehung zwischen Kate und Beth und deren Vater. Oh mein Gott, ich habe so viel geweint während dieser Serie. Und dann natürlich noch dieses ganze lesbische Liebesdreieck. Batwoman ist eine fucking gute Serie. Ich habe die Serie so sehr geliebt. Und dann passierte natürlich Corona. Und das bedeutete, dass diese Staffel, die eigentlich aus 22 Episoden bestehen sollte, um 2 Episoden erleichtert wurde. Was bedeutet, dass diese Staffel nur 20 Episoden hat und sie endet zwar nicht wirklich auf einem Cliffhanger, allerdings, naja, diese ganze Storyline um Alice und Kate wird halt nicht aufgelöst. Die Pandemie hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, zumindest in Bezug auf diese Serie. Denn Ruby Rose hat die Serie nach der ersten Staffel verlassen und das war eigentlich, worüber ich in diesem Video hauptsächlich reden wollte, auch wenn es vermutlich mittlerweile niemanden mehr juckt, weil diese Ankündigung schon Monate alt ist. Ich bin mir nicht sicher, warum. Es sind vermutlich mehrere Faktoren. Manche im Internet sagen, das liegt daran, dass sie für ihre Rolle im Internet richtig hart gemobbt wurde, was schade ist, weil Batwoman eine gute Serie ist, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der diese Meinung vertritt. Andere sagen, es hat mit ihrer Verletzung im September zu tun. Ich weiß nicht mehr, was es war. Irgendwas mit der Wirbelsäule, keine Ahnung, Bandscheibenvorfall oder irgendwas in der Richtung. Es war auf jeden Fall nicht schön. Und deswegen hat Ruby Rose sich dazu entschlossen, die Serie nach gerade mal einer Staffel zu verlassen. Das Problem, das wir hierbei haben, ist, dass die Staffel theoretisch nicht komplett ist. Wie gesagt, die Staffel sollte 22 Episoden haben, es sind nur 20 geworden, der ganze Story-Arc wurde nicht abgeschlossen. Und das Problem mit dieser Sache ist, wie geht es nun weiter? Ich habe gehofft, The CW würde das einzig Sinnvolle tun und einfach Kate Kane die Rolle umbesetzen. Das ist keine Schande. Das passiert immer wieder. Es ist manchmal ein bisschen weird, aber man gewöhnt sich in der Regel dran. Nicht allerdings im Falle der Serie Batwoman. Und ich frage mich, welchen Sinn das macht mit der aktuellen Storyline, denn Kate Kane soll jetzt einfach nicht mehr in der Serie existieren. Stattdessen wird sie durch Ryan Wilder
ersetzt. Gespielt von Javisha Leslie. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, ich weiß es nicht. Diese absolute Queen, richtig heiß, soll nun eine neue Rolle namens Ryan Wilder spielen, die die neue Batwoman sein soll. Die Frage ist, wie viel fucking Sinn macht das im Moment? Hätte das Team von Batwoman es geschafft, diese Staffel mit ihren 22 Episoden und einem kompletten Story-Arc fertig zu drehen, würde die Transition eventuell ein bisschen mehr Sinn machen zu einem neuen Charakter. Klar, es wird wahrscheinlich trotzdem holprig. Klar, man weiß, dass der neue Charakter nur existiert, weil Ruby Rose nicht mehr Kate Kane spielen wollte. Das Problem, das ich hier habe, ist, dass die Storyline dieser ersten Staffel so sehr an die Beziehung zwischen Kate und ihrer Familie und, naja, ihren Freunden gewissermaßen geknüpft ist. Es macht keinen Sinn, in diese Dynamik einen neuen Charakter reinzufetschen. Die Hauptfiguren um Kate herum sind ihre Zwillingsschwester, ihre Adoptivschwester, ihr leiblicher Vater und bevor sie gestorben ist, ihre Adoptivmutter, ihre Stiefmutter, ist das der Begriff? Und naja, dann gibt's halt noch Luke Fox und Sophie Moore, die, mit der sie mal was am Laufen hatte, ihre Ex-Freundin, ihre fucking Ex-Freundin, for fuck's sake. Der Plot der ersten Staffel war so abhängig von dieser ganzen Dynamik, von dieser Charakterkonstellation, in deren Zentrum sich Kate Kane befand. Okay, ich habe eine Theorie, warum man einen neuen Charakter geschrieben hat. CW will die Diversity Brownie Points haben, denn Javisha Leslie ist eine schwarze Schauspielerin, let me see again. Aber ja, das ist der Grund. Ich glaube, deswegen haben sie einen neuen Charakter geschrieben, dass sie sagen können, ey, wir haben eine Hauptfigur, die ist schwarz und lesbisch. Look at that. Das gab es noch nie zuvor. Und deswegen bin ich ein wenig besorgt, was Batwoman angeht. Hätte man diese erste Staffel komplett fertig gedreht, hätte man diesen Arc mit Kate und Beth irgendwie zu einem guten Ende gebracht, hätte ich nichts dagegen, wenn man Ryan Wilder als neuen Charakter einführt. Was ich mich frage im Hinblick auf diese zweite Staffel, wird Kate wirklich einfach von einer Staffel auf die nächste verschwinden? Oder ist Ruby Rose eventuell noch unter Vertrag für zwei weitere Folgen? Denn ursprünglich sollte diese Staffel noch zwei weitere Folgen haben. Das frage ich mich bei vielen Serien. Ich meine zum Beispiel bei Doom Patrol soll jetzt auch irgendwann noch die letzte Folge der zweiten Staffel rauskommen, weil auch da wieder die Dreharbeiten unterbrochen wurden wegen Covid. Bei Riverdale ist es zum Beispiel so, dass die ersten drei Folgen der fünften Staffel quasi den Rest von Staffel 4 darstellen sollen, da auch die Serie von Covid betroffen wurde. Und ich frage mich, wie das jetzt bei Batwoman sein wird, ob die ersten zwei Folgen der zweiten Staffel noch quasi die letzten zwei Folgen der ersten Staffel sind und ob Ruby Rose für diese Staffel, für diese zwei Folgen noch unter Vertrag steht. Denn ich habe die Hoffnung, dass dies der Fall ist und Ruby Rose zumindest noch für zwei Folgen Kate Kane sein wird, dass es zumindest diesen Story-Arc abschließt. Vor allem, wenn die zweite Staffel dann unter anderem das plötzliche Verschwinden von Kate Kane thematisiert, dann ist die Frage, was steckt denn hinter dem Verschwinden von Kate Kane, wenn Kate Kane theoretisch nicht mehr in der Serie auftauchen darf, da Ruby Rose ja jetzt keine Schauspielerin in der Serie mehr ist. So viele Fragen, keine Antwort darauf. Die zweite Staffel von Batwoman startet voraussichtlich im Januar. Es dauert also ein bisschen, bis wir unsere Antworten darauf kriegen. So, das war mein erstes Video seit langem. Sehr viel wenig kohärentes Geramble. Es tut mir leid, aber get your head in the game. Werden in nächster Zeit Videos kommen? Ich weiß es nicht. Theoretisch habe ich Bock, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, worüber ich reden soll, da ich irgendwie gerade keine Bücher wirklich lese, außer Light Novels. Ich meine, okay, Ich habe ein paar Bücher gelesen, aber das ist auch schon ein paar Wochen her. Deswegen weiß ich nicht, ob ich dazu noch kohärente Reviews verfassen könnte. Wir werden sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Keine Ahnung, was mit diesem Kanal in nächster Zeit passiert, aber ich glaube,
niemand wusste, was dieses Jahr überhaupt passieren sollte. Ich habe es jetzt einfach hingenommen, dass ich von diesem Jahr einfach nur hin und her geschuckt werde und keine Ahnung habe, wo ich am Ende rauskomme. Also, ja, man sieht sich. Bye.